Wie gerade schon angekündigt, habe ich jetzt hier für Sarah noch einmal das Video zur Wurzelfunktion erweitert, um diesen Differenzenquotienten, das heißt die Herleitung der Ableitung der Wurzelfunktion. Das heißt, f von x ist Wurzel aus x und f' von x ist immer so, dass man sagt, Limes von. Und dann gibt es hier Leute, die schreiben 1 durch n für n gegen unendlich. Und hier steht dann, also man schreibt dann hier 1 durch n hin und hier steht n gegen unendlich. Hier steht jetzt aber h gegen 0, das ist die sogenannte h-Methode. Und dann nehmen wir hier Wurzel aus x und überall da, wo ein x steht, schreiben wir plus h hin, minus. Und hier schreiben wir dann die ganz normale Funktion hin und hier unten kommt das h hin. Das heißt, das ist eigentlich eine Standardformel, mit der wir jetzt hier gleich einsteigen. So, jetzt haben wir allerdings ein Problem. Wir dürfen ja für h nicht 0 einfach einsetzen, dann würden wir durch 0 dividieren. Und andererseits haben wir auch ein Problem, hier oben können wir nichts zusammenfassen im Moment erstmal. Das heißt, was wollen wir jetzt machen? Wir müssen eigentlich das so hinkriegen, dass das h aus dem Nenner verschwindet. Ja, und da ist natürlich jetzt schon mal. Dann ja, das könnte man hier auch auswendig lernen, deswegen gebe ich jetzt gleich mal vor. Das ist hier im Prinzip dann wie eine Vokabel. Das kann man in der Klausur verwenden, wenn man genau das gefragt wird. Ja, wir erweitern jetzt dieses Ding hier, diesen Bruch, erweitern wir jetzt ja, so, dass wir hier irgendwie die Wurzeln hier oben wegkriegen. Weil wir kriegen das h, kriegen wir nicht sinnvoll aus dem Nenner raus. Deswegen müssen wir hier oben die Wurzeln erstmal wegkriegen. Und hier steht ja im Prinzip a minus b. Das muss man dabei erkennen können. A minus b. Und wenn wir a minus b mal a plus b rechnen, dann kommt daraus a Quadrat minus b Quadrat. Das ist die dritte binomische Formel. Und deswegen erweitern wir jetzt diesen Bruch hier. Wir dürfen ihn ja nicht verändern. Wir dürfen ja jetzt nicht einfach eine Äquivalenzumformung machen, weil dann würden wir das hier drüben auch machen. Deswegen müssen wir erweitern. Und zwar rechnen wir hier oben mal Wurzel x plus h plus Wurzel x. Und dann müssen wir natürlich das Ganze hier jeweils in Klammern schreiben, weil dann hat es diese Struktur hier oben. Und hier unten machen wir genau das Gleiche. Mal Wurzel x plus h plus Wurzel aus x. Und das muss natürlich auch in Klammern, weil das h wird mit beiden multipliziert. Jetzt haben wir hier oben halt tatsächlich x plus h minus x. Und hier unten haben wir ja, im Prinzip immer noch das gleiche stehen. H mal Wurzel x plus h plus Wurzel x. Hier oben kann man jetzt sehen, haben wir x minus x ist dann also weg und oben bleibt stehen h. Und wir haben hier unten haben wir ein Produkt stehen, h mal Klammer. Das heißt, hier ist im Prinzip das h schon ausgeklammert und jetzt können wir hier das h auch kürzen. Und dann, oh Wunder, haben wir plötzlich, wir schreiben ja hier immer noch Limes h gegen 0 fleißig hin, haben wir ja hier für h können wir jetzt 0 einsetzen. Ne? Dann wird der Nenner nicht 0 dadurch, sondern hier wird dann Wurzel x plus 0 ist dann Wurzel x. Dann steht da also als Einzelgrenzwerte 1 durch Wurzel x plus Wurzel x. Und das kann man auch schreiben als 1 durch 2 mal Wurzel x. Als Beispiel dazu jetzt nochmal, wenn wir also Wurzel x erstmal umformen als x hoch 1 halb. Und das dann ableiten, dann haben wir ja 1 halb mal x hoch minus 1 halb. Habe ich ja vorhin in dem anderen Video, glaube ich, oder doch in dem anderen Video habe ich das erklärt. Also 1 halb hier vorgeschrieben, weil hier steht ja 1 mal x hoch 1 halb und dann ziehen wir hier oben einen ab, ist minus 1 halb. Jetzt, was heißt das hier hoch minus 1 halb? 1 halb heißt Wurzel. Und das Minus heißt, die Wurzel steht unterm Bruchstrich. Das heißt, hier steht eigentlich 1 halb mal 1 durch Wurzel x. Und wenn wir das ausrechnen, kommt da genau 1 durch 2 mal Wurzel x raus. Man kann nämlich hier Brüche multiplizieren, indem man Zähler mal Zähler durch Nenner mal Nenner rechnet. Und das müsste dann jetzt die Herleitung der Ableitung der Wurzelfunktion sein. Und auch hier bitte ich natürlich wie immer um Kommentare.